Ach ja, liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Schweißabputzer Sebastian Castellanos. Sie sind wieder bei Resident Evil 7, wollte ich gerade sagen. Nein, bei The Evil Within 2 haben wir alles gesäubert. Die letzte Folge war sowas von gut. Ich fühle mich wirklich schon fast ein bisschen befriedigt im Sinne von, wir haben alles geschafft, was wir ja machen wollten und sind quasi durch. Und das ist ein echt tolles Gefühl. Wir hatten, glaube ich, hinten noch irgendwo zwei Leutchen, die vielleicht noch, naja, zu holen sind. Wir hatten ansonsten alles durch. Hier ist noch so ein schönes kleines... Ah, da ist der andere Arm da unten. Eine Garage, wo die Autos herausgekommen sind damals. Noch heutzutage werden hier, naja, die Toten drin gescheffelt. Oder eben auch, naja, nichts mitgemacht. Weil hier ist alles, glaube ich, ganz gut aussehend. So, genau wie wir, Leute. Also Sebastian Castellanos. Kommen wir darüber? Ja, natürlich kommen wir darüber. Dann haben wir hier noch eine Leiter gehabt und hier haben wir alles geklärt. Wir können mal kurz da nach oben gehen. Wollten wir auch noch. Ah ne, da waren wir schon oben. Da geht's quasi zurück, da wo wir hin wollten, ne? Und so weiter und so fort. Genau dahin. Und dann ging es darüber zu diesem Teil da. Und das war's dann schon im Endeffekt. Genau. Gut, Leute, hätten wir das gemacht. Ja, da hinten in dem Raum, da war halt noch irgendwas drin und ich weiß nicht genau, was es war. Und das Dechiffrierteil, ich werde es mir mal vormerken, dass wir da noch ein paar Sachen zu tun haben werden. Das werden wir nochmal irgendwann alle schaffen. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, wie die Sachen von gestern und so hätten gehen sollen oder so. Ich bin mir halt nicht genau sicher. Hallo, was haben wir hier drin? Schönes? Ach ja, das war der Raum. Genau. So, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch im Sinne, ja, da hinten hingehen. Da ist so ein Pflänzchen. Nehmen wir nochmal kurz mit und uns mal neue Spritzen machen. Wir werden, glaube ich, nur eine Spritze zur Verfügung gerade. Ne? Eine war es, glaube ich, ne? Ja. Wir brauchen wieder ein bisschen mehr Munition. Und hier lagen wohl welche ein bisschen einfach so, ja, rum. Ja, den werden wir nicht bekommen wahrscheinlich. Einmal, zweimal und umdrehen, aber vorher bist du tot. Geile Sache. Okay. Alles klärchen. Aber die wachen einfach auch so auf. Wenn man drüber läuft, wachen die irgendwie auf. Ne? Kann es sein? Also wir laufen am besten mal nicht. Wir lassen die mal in Ruhe. Und da hinten geht's weiter, Leute. Wir hatten hier noch einige Gegner. So, was ist denn im Gebüsch hier drin? Ich hätte es gerne. Eine Pflanze. Haben wir mitgenommen. Jetzt haben wir da vier Kraut. Hier können wir mal als kaputt machen gehen. Oh. Ahaha. Steh gar nicht es auf. Wag es gar nicht es aufzustehen. 6000 G, das ist wieder mega geil eigentlich. Freue ich mich sehr drüber. So, genau. Jetzt sind wir nämlich hier stehen geblieben. Und müssen jetzt nochmal kurz... Ah, da ist die Hexe wieder. Ach nee, da ist die dumme wieder. Die will ich gar nicht haben. Ey, die finde ich voll ekelhaft. Die will ich gar nicht haben, ey. Warum tanzt die da jetzt auch rum? Ich meine, nur weil wir das dumme Nebenquest-Ding gemacht haben. Ich hasse es. Warum bin ich immer so forsch und möchte immer alles haben? Hier waren wir, ach, hier waren wir schon mal drin. Stimmt, das war doch der Raum mit Dingens, oder? Mit der dann? War das der Raum wirklich, wo das da hinten da so reinging und so? Krank? Das war hier der Raum? Hallo? Hatte ich gar nicht mehr... Das ist doch... Nein. Hä? Das war doch nicht hier. Jetzt ernsthaft? Okay. Ganz, ganz komisch. Okay, wir gehen jetzt mal weiter, Leute. So. Jetzt aber mal, endlich. Meine Güte. Und das alles schon in Folge, ich schreibe es mal kurz auf, in Folge 15 sind wir jetzt gerade. Mache immer so ein paar kleine Markierungen, damit ich weiß, wo ich bin und so weiter und so fort. Ich muss ja auch vorbereitet sein, ne? Ich bin ja keiner, der unvorbereitet ist. So, da essen wieder zwei da hinten. Die haben wieder Spaß. Da ist nichts auf dem Boden. Hier haben wir so einen einzigen Typen. Ich habe hierauf keine Lust, Leute. Oh Gott.
Ja, da essen halt zwei, ne? Nee, nur einer ist, glaube ich, gerade, oder? Ich meine, ich genau sicher, wie viele da essen. Oh, fuck. Ja, weglaufen. Weglaufen ist eine sehr, sehr gute Idee. Oh Gott. Aua. Du aber bitte auch mal sterben. Dankeschön. Einmal kurz draufhauen. Nein. Aua. Aua. Okay. Nein. Flasche weg, Kollege. Aua. Wir sind fast tot. Wir müssen uns mal kurz heilen. Nimm die Spritze. Nimm sie. Ist es falsch? Oh Gott. Hilfe! Nein, weg da! Und sterb bitte alle! Stirb doch einfach! Dankeschön. Ab und an muss man es eben auch mal so radikal machen. Ist halt jetzt doof gelaufen. Wir haben wieder einiges verbraucht an Sachen und so. Aber ist okay. Wir haben sie alle down. Hätten wir auch ohne Munitionverbrauch schaffen können. Aber nun ja. Ich will mich da nicht beschweren, Leute. Geht schon klar. Ist da unten was versteckt? Nee, ne? Doch. Nee, doch nicht. Ja. Das üben wir nochmal mit dem Klettern. Das üben wir nochmal. Das machen wir nochmal neu irgendwann. So, was haben wir hier gehabt? Ein sehr schöner Leichenhaufen. Ach, der ist sehr, sehr schön dahingestellt, den Leichenhaufen. Finde ich sehr, sehr cool von euch. Aber egal, wir gehen mal hier den Weg lang. Da vorne ist die Hexe halt wieder. Ah, ich habe keinen Bock drauf. Oh, da ist so eine Statue. Ist da so eine Maria? Ja. Maria, Maria. Okay. Ach, wir müssen den noch aufheben, den Schlüssel. Warte mal kurz. Wir müssen den noch aufheben. Haben wir den hier hinten aufgehoben, den Schlüssel? Den wir auf der Straße bekommen haben? Scheiße. Fällt mir gerade so ein, weil ich halt so am Stück aufnehme gerade, aber ich... Es tut mir so leid, ich bin aber doof. Ja. Und du kannst nicht mehr sprinten, ich weiß Bescheid. Ich schau noch mal kurz nach, weil... Hier vorne auf der Straße ist ein Haus am See. Ja. Nee, aber hier war nämlich auch noch so etwas. War das hier drauf? Nee, das ist was anderes, ne? Ja, okay. Sondern hier war irgendwo noch ein... Da war das. Haben wir das aufgesammelt jetzt dann? Oder hier war die? Ach, haben wir aufgesammelt automatisch? Okay, hm. Also da ist auch an das Qualm, einfach nur, weil das ein qualmes Auto ist, alles klar. Ah, gib mir was ab von dem Zeug. Qualm mir nicht so rum. Okay, dann gehen wir mal von hier weiter. Was haben wir hier so Schönes? Ein Kräutli haben wir da vorne. Oh, da ist die Hexe wieder. Die Hexe nimmer satt. Meint ihr, die können wir auch besiegen? Oder meint ihr, die ist einfach nur so da und die ist halt weg, wenn wir die einmal besiegen würden? Ich weiß es halt nicht. Ich glaube irgendwie eher nicht so, dass die irgendwie... Oh nein. Du lebst dann noch, oder? Ja. Hallo. Oh, fucking fuck. Oh, scheiße. Wir haben ein großes, großes Problem. Das macht mir irgendwie Angst, das Vieh. Ja, irgendwie... Ja, irgendwie stirbst du nicht, ne? Kann es sein? Kann das Vieh nicht sterben? Oder was ist da los?
Ah, vielleicht gehen wir mal auf Explosivbolzen oder so. Hä? Komm, wir sterben nochmal freiwillig. Rein in die Suppe! Weil wir haben jetzt gerade so viel Munition verbraucht und es war mir gerade ein bisschen zu doof. Irgendwie war das komisch. Die stirbt irgendwie nicht. Kann es sein? Warum ist das so? Ja gut, ist halt ein Skelettmonster, ne? Alter, vielleicht so eine Explosion wäre halt geil, weil dann fliegen die Knochen auseinander und du hast die halt tot. Aber ich glaube, es ist falsch. Ich bin mir nicht ganz genau... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich spiele doch nur. Ich bin doch doof. So, aber wir sind halt freiwillig gestorben. Es ist auch in Ordnung. Es ist kein richtiger Tod, sondern es ist freiwillig gewesen. Müssen wir hier genau vor dem Spawn? Also ich frag nur so aus Neugier. Ja, danke schön. Mhm, alles klar. Nimm den Schlüssel. Jetzt lieben die alle wieder, oder wie? Ich glaube schon, die bleiben mal kurz stehen. Naja, ich würde gerne stehen bleiben, aber ich kann nicht. Oh mein Gott, ist das einfach knapp hier. So riskant von mir, das alles hier zu machen. Aber die brauche ich noch schon, die Suppe hier. Ich dachte immer, das wäre die Hexe, aber es ist gar nicht die Hexe. Das ist ein anderes Vieh. Alles klar. Das ist gar nicht die Hexe. Aber hier oben, die sind alle weg, ne? Komischerweise. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt mal endlich da rein, wo wir hinwollen. Ja, das hat aber auch ganz komische Geräusche, das Vieh. Also, keine Ahnung, was das ist. Ich bin mir nicht genau sicher. Aber machen wir schon irgendwie. Ich höre Geräusche. Lol. Als ob. Man muss sagen, es ist ganz geil, wenn man halt neu anvisiert, dann, dann hat man halt eine etwas bessere Wahrnehmung und kann nochmal schön die Leute hier wegschnitzeln. Ja, ich würde jetzt gerne untersuchen. Das ist ganz cool, weil dann haben wir quasi einen neuen Verstand und machen Bams und auf den Kopf drauf. Genau so läuft es nämlich ab, Leute, im wahren Leben. Ach, guck mal hier. Wen haben wir denn da? Niemand Geringeres als Munition. Das war die gute Schrotmunition. Wir müssen mal unsere Waffen nachladen. Und zwar diese hier einmal und diese hier einmal. Besser ist das, Leute. Was haben wir denn hier Schönes? Ach so. Da müssen wir so einen Bolzen überbrücken. Über 7 Brücken musst du gehen. Welchen Bolzen haben wir jetzt gerade hier? Da ist er. Den brauchen wir. Und klack. Nehmen wir mal kurz den hier mit. Dankeschön dafür. Und wer ist das? Ich wollte gerne einmal hören. Ich wollte gerne in Ruhe mal hören, lieber Kollege. Manu. Ja, sorry. Ich... Ja. Jetzt nochmal. Okay, Türen verriegelt, Fenster gesichert, Strom ausgeschaltet. Hier kommt nichts rein. Nicht mal du, hey! Such dir einen anderen Unterschlupf. Hier ist alles dicht. Kapiert? Hier ist alles dicht. Das ist so krank. Genauso wie ich. Nicht gemeldet. Schon in Ordnung. Alles wird gut. Du bist eingeschlossen, Mann. Ich muss nur abwarten. Was war das für ein Geräusch? Oh ne, ist das Vieh? Nee, ne? Wir haben schon voll viel geschafft, ne? Eigentlich gar nicht so ungeil. Schon so 7 von 24 ist eigentlich schon recht viel, meiner Meinung nach. Und hier haben wir ein Safe Room. Oh, geil, Alter. Och nee. Zu das Markbetrieb.
Ah, ein Kaffee. Ach ja, jetzt ein lecker Kaffee, ey. Oh, geil. Den brauche ich jetzt ganz dringend mal. So, wir haben jetzt einen zweiten Save Point. Haben das Mark mal wieder. Das mag ich ganz besonders gerne. Ah oh ja, das ist lecker, ne? Das magst du gerne. So, genau so willst du es haben, ne? Sorry, Leute. Mit mir durch gerade ein bisschen. Das wollte ich eigentlich nicht so aussprechen. Das ist mir peinlich gerade. Ach, ein Spiegeli. Hier können wir noch was nehmen. Und hier müssten wir auch irgendwo das Ersatzteil bekommen für irgendwas, ne? Ja, da ist der Spiegel. Da haben wir noch was Tolles. Eine Akte. Bericht, Anwerbung und MU Center. Die Anzahl der Bewerber über die MU Center hat die der medizinischen Test überstiegen. Achso. Die Regierung, Registrierung der MU Center als von den steuerbefreiten religiösen Einrichtungen hat den Umsatz gesteigert, den wir für neue Erweiterungen eingesetzt haben, um viele neue Rekruten unterzubringen. Mr. Wallace Nutzung. Ist ja so, ich heiße, mein Name ist Wallace. Wallace Nutzung. Mr. Wallace, Nutzung der neurolinguistischen Programmierung erschafft Rekruten, die mental deutlich formbarer und stabiler sind als bisherige STEM-Kandidaten. Moose-Center-Rekruten sind darüber hinaus bereit, familiäre Bindungen zu kappen, was den Druck auf Moose-Operatives mindern. Ach so, genau, ja. Das heißt, die formen sich die Agenten ohne Bindungen, damit die halt auch draufgehen können im Zweifel, ne? Die lästigen Vermisstenberichte werden nicht mehr notwendig sein, genau. Ich empfehle daher, die Anwerbung über Moose Center zu Mobius Standardprozedur zu machen, um neue Einwohner zu erhalten. Sie war ein durchschlagender Erfolg. Ja, also die haben halt versucht, Leute anzuwerben hier für das STEM halt mehr oder weniger. Die ganz normalen Leutchen, so wie ich, sind ja auch da reingekommen. Wahrscheinlich dann alle ganz gechillt. Neue Rauchbolzen. Okay, eine Rauchwolke. Ach, für heimliches Vorgehen, ne? Sehr coole Sache. Ne, auf jeden Fall, natürlich müssten Leute auch irgendwie hinkommen und ist ja genauso wie im Krieg. Ich meine, Leute ziehen in den Krieg, aber wenn man halt Familie hat, dann ist man vielleicht eher so abgeneigt, in den Krieg zu ziehen, oder? Weil man kann man ja sterben eventuell. Und ist ja nicht ganz so toll zu sterben. Wir speichern mal ganz gut ab. Es ist nämlich nicht das Gegenteil von sterben. So, machen neuen Speicherplatz. Und zwar auf 23.41 Uhr mittlerweile schon. Wir kommen gut voran, Leute. Ist echt nicht so scheiße. Und dann haben wir das Mark noch einmal. Ich überlege aber nochmal, müssen wir zurückgehen? Eigentlich nicht. Wir können eine Sache aufleveln, aber. Ist anscheinend mit einem Passwort gesichert. Ah. Und das Passwort haben wir noch nicht, oder wie? Das müssen wir herausfinden, indem wir. Das hier öffnen, aha! Nein, schade. Also, das können wir nicht herausfinden. Wir wollten für ein Passwort und das haben wir noch nicht. Und das finden wir auch nicht so schnell, glaube ich. Das werden wir schon irgendwann wahrscheinlich in der Story freischalten. Wahrscheinlich ist es einfach noch zu weit fortgefahren. Oder wir sind einfach zu schnell jetzt gerade. Oder eigentlich nicht. Wir sind eigentlich extrem langsam. Extrem langsam sind wir eigentlich. Wir gehen nochmal kurz hier gucken. Da gibt es auf dem Boden da. Ist aber voll. Ah, da kannst du noch reingreifen natürlich. Guck mal, was da drin ist. Ah, lecker. Ein bisschen was von Schießpulver. Ja. Oh, wieder 45 davon. Ist schon wieder heftig viel eigentlich. 300 Waffenteile ist auch schon ganz gut. So, da konnten wir jetzt nicht rein, ne? In diesen Mobius. Ah, das sind wir ja quasi drin gewesen. Das ist ja Schwachsinn jetzt. Und hier. Was? Tutorial? Wasser leitet Strom. Ah, Strombolzen. Jetzt erst? Jetzt kommen wir auf die Idee erst mit den Strombolzen? Okay. Hier haben wir auch nichts. Wir müssten eigentlich jetzt nur noch mal da oben hin, dann da so hin, dann da oben hin. Dann haben wir es geschafft, Leute. Wir kommen so langsam, aber sicher kommen wir dem Spiel näher. Den ersten Missionen des Spiels. Ja. So schnell kann es gehen. In Folge Nummer 15 sind wir gerade, ne? Ach, guck mal, das haben wir euch. Es ist nur. Ah, ja, stimmt. Das müssen wir alles noch einsammeln hier. Das heißt aber auch, das Vieh ist wieder da irgendwo. Ja, ich höre es auch schon. Ja! Achso. Ich kenne dieses Geräusch. Es ist ein bisschen wie The Grudge oder so, ne? Irgend so ein Zombie-Monster aus irgendeiner anderen Dimension. Alien oder Voodoo-Zauber. Ich frage mich, können wir das in dem Vieh vorbeischleichen?
Ich glaube... Oh oh. Ich glaube, töten können wir es ja nicht einfach so, oder? Oh oh. Es ist so eine Art Schattengeist. Wenn ich es einen Namen geben würde, würde ich Schattengeist sagen. Das wirkt halt so, oh mein Gott, ich bin so traurig, ich habe kein Leben mehr. Mein Leben hat keinen Sinn mehr, bitte töte mich. Und das machen wir jetzt auch, das haben wir auch jetzt vor. Und zwar nicht zu wenig eigentlich, aber eine Mülltonne. Aber ich glaube kaum, dass wir das Vieh so tot bekommen, oder? Oh Gott. Also die wär tot jetzt. Hilfe! Okay, wir machen Folgendes. Genau, Schockbolzen. Ja, ja, genau den. Oh Gott. Lauf, lauf einfach, lauf einfach. Lauf einfach weg. Komm, komm, regeneriere dich. Nein. Lauf einfach. Du schaffst das! Okay, sie gehen wieder. Okay. Ich hatte ein bisschen Angst natürlich noch, weil... Ja, schrei da nicht so rum. Ja, 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 ja. Ja, 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 haben wir dich. Wollte natürlich eigentlich, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, diese Schockbolzen benutzen, Schockbolzen zu benutzen, um, diesen Hydranten da zu nutzen, ne? Oh, er ist denn da runtergefallen? Hast du dir wehgetan? Kann ich dir helfen? Hm. Ich überlege, ob wir es jetzt irgendwie schaffen können. Nein, doch, jetzt geht's zurück. Warum läuft die denn? Lauf doch nicht so. Ah, komm schon. Alter. Diese Steuerung, ne? Das ist der Horror. Einfach. Komm jetzt aber. Kannst du auch sterben irgendwie einmal? Das wäre echt super von dir. Okay, wir machen nochmal Folgendes kurz. Nehmen wir kurz diese Waffe hier. Oh Gott, keine Munition mehr jetzt. Okay, andere Waffe nehmen. Wir müssen die Folge auch schon lange beenden, Leute. Ich habe wieder verpennt, Leute. Maximal Magazin 8. Reserve 0. Ach, wir haben keine Magazine mehr. Gar keine mehr jetzt. Scheiße. Okay, dann noch was anderes, Leute. Nehmen wir einen normalen Bolzen. Hallo, so einmal nehmen wir einen normalen Bolzen. Ja. Tod, dankeschön. Und jetzt holen wir uns das Vieh hier. Oh Gott. Und jetzt holen wir uns das Vieh hier. Magst du gerne sterben? Es stirbt, Leute. Ja! Oh Mann! Wieder so viel verbrauchter Munition, aber wir haben wieder einiges an Sachen. An 44 Dinge haben wir, glaube ich, wieder. Wir haben es down, Leute. Was mit dir? Ich gleich einfach mal auf den Boden da. Ach, das ist auch noch viel. Oh Gott, das ist auch noch ganz viele Monster. Und der auch noch. Leute, wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge. Dann geht's hier weiter knallhart geht's hier weiter. Hau da rein, macht's gut. Auf Wiedersehen. Oh, hier wäre Feuer gewesen, scheiße.
Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen, bis morgen und ja, euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen, lasst einen Daumen nach oben an. Nicht vergessen, Leute, ne? Nie schlulerisch werden. Mehr machen. Bis morgen, Tschüssikowski, ciao.